Hallo, meine Lieben. Ja, lasst euch ganz herzlich begrüßen von zu Hause aus. Ja, es ist eine schöne Zeit, gesegnete Zeit gewesen. Und es tut immer weh, wenn man dann auseinandergeht. Aber wir sind dankbar, dass diese Abschiedsereignisse nur irdischer Natur sind. Und wenn wir zum Herrn kommen, werden wir solches nicht mehr erleben müssen dürfen. Und wir werden ewig beieinander sein. Dass es viele diese Meinung nicht sind, selber schuld, da kann ich da nichts ändern. Meine Lieben, lasst uns beten, bevor ich anfange. Ja, Vater, wir danken dir, dass du jeden Tag deine Gnade erneuerst und dass du auf uns aufpasst. Du sorgst für uns und du bist voller Vergebung, voller Gnade, voller Liebe, voller Langmut, Herr, mit uns. Wir danken dir, dass du uns bewahrt hast und dass ich auch wieder zu Hause sein darf mit in meiner Familie. Und wir danken dir, dass wir sehen dürfen, dass du bald kommst. Wir danken dir, Herr, dass du durch den Geist uns zeigst, wie nahe dein Kommen ist. Und wir warten mit Sehnsucht auf dich. Herr, bitte segne uns alle, bewahre uns alle, Herr, in deiner Gnade, dass wir bereit sind auf deinen Kommen. Reinige du uns und heilige du uns und mach deinen Namen groß in uns, Herr. Wir loben und preisen dich, o Herr, Jesus Christus, in deinen Sohn, den du für uns geopfert hast. Segne auch dieses Video, Herr, segne die Zuhörer. Lass wirklich, dass wir offene Herzen sind für all das Gute und Liebe, was aus deinem Munde kommt. Amen. Meine Lieben, ich möchte euch herzlich bitten, begegnet euch auf meinem Kanal in der Liebe. Nicht mit Drohungen, denn der Geist Gottes ist der Geist der Liebe und nicht der Zerstörung. Die Frucht, worüber wir reden, auch hier jeden Tag in den Videos und auch miteinander oder wenn wir die Bibel lesen, die Frucht der Liebe zeigt sich auch in unserem Miteinander. Ich nenne ungern Namen, aber ich möchte jetzt da in den letzten Kommentaren jemand sehr angegriffen worden ist, möchte ich hier ihn doch zum Namen nennen. Unser Bruder, der den Kanal hat, Lauschende Lippen, der liebt den Herrn genauso wie jeder andere, der eifert für den Herrn. Nur, dass jemand ein Erkenntnis hat, mit dem ich nicht eins bin, der aber nicht von den Christus wegführt, da bin ich eigentlich nicht dagegen. Nur wenn jemand denkt, er hat die Gabe des Heilungs, ist eins, aber er zwingt niemanden. Seine Einstellung, sein Dienst in Anspruch zu nehmen. Er überredet auch niemand, er muss und soll und wenn nicht, dann ist er verloren. Und er hat hier auch auf meinem Kanal seine Gegner in Liebe begegnet. Und das zählt für mich sehr viel. Er hat trotz allem, dass man ihn angemotzt hat, ja, dennoch in der Liebe sie begegnet. Meine Lieben, wir wissen, jeder verantwortet sich vor dem Herrn.
Wichtig ist, dass wir ihr lehren, die von Christus weg, von dem wahren Evangelium weg sind. Nur weil ich denke, ich habe eine Gabe und ich will das auf diese Art, wie ich das erkannt habe, ausleben mit dem Herrn, dafür verantworte ich mich selbst. Jemand aber den anderen zwingt und den anderen droht und mit dem Hammer und den von dem würde ich mich immer fernhalten. Und deswegen begegnet euch in der Liebe. Wenn jemand seine Meinung sagt und ich bin anderer Meinung, kann ich in der Liebe ihm erklären, dass das nicht so ist, wie, also ich sehe es anders, aber mit Drohungen oder so, lass das lieber. Das ist nicht der Geist der Liebe, sondern das ist der Geist der Zerstörung. Ja? Wenn auch Paulus sagt, den Juden soll man den Maul stopfen, das ist nicht ein bösartiges Stopfen, sondern sie zu schweigen zu bringen mit der Wahrheit. Es ist ein ganz Unterschied, großes Unterschied. Und das war auch berechtigt, weil die Juden, die das Gesetz vertreten haben, haben die Leute gezwungen. Ja, und genau das ist der Punkt, wo Paulus gegenwirkt. Deswegen habe ich auch auf meinem Kanal Leute, die immer gezwungen haben und gesagt haben, wow, Gesetz und Gesetz und so und Gesetz und Gesetz und muss und soll, die habe ich dann auch irgendwann mal von meinem Kanal entfernt. Ja, also da müssen wir wirklich unterscheiden und nur wenn jemand sagt, ich glaube nicht an der Entrückung, gut. Aber alles, was in der Liebe ist, soll man auch in der Liebe empfangen. Und alles, was nicht in der Liebe ist, sollen wir dann lieber nichts dazufügen. Ja, eher dafür beten, für den, für die. Ja, weil das ist wirklich unsere Berufung, ja, für unsere Feinde zu beten. Ja, darin zeigen wir auch die Liebe gegenüber unseren Freunden. Ja. Meine Lieben, Sonntag war die Abfahrt und wir sind morgens dann zum Frühstück und ja, wir waren bedrückt, denn der Abschied stand bevor und wir haben Gebetsgemeinschaft gehabt. Und nach der Gebetsgemeinschaft habe ich der Schwester gesagt, weißt du was, lies die Losung auf, was heute ist. Ich wusste nicht, was es ist. Und es war am Sonntag der Psalm 121,7, der Herr behüte dich vor aller Übel, er behüte deine Seele. Und aus der 1. Thessaloniker 5,23, der Gott der Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Das war ein Wort, die unseren Herzen erquickt haben. Es ist genau das, was viele nicht wissen wollen, genau als Christ. Wir selbst können uns nicht bewahren. Wir selbst können von uns aus nicht gut sein, vollkommen sein. Wir können nicht das vollbringen, was eigentlich Gott von uns erwartet. Aber Gott kann das. Gott kann das und deswegen sagt schon der Psalmist, der Herr behüte. Denn er ist der, die Macht hat, über die Sünde, über den Teufel, über den Abfall. Er ist der, auf den wir wirklich vertrauen können, hoffen sollen, ja, an den wir glauben sollen, ja, dass er uns trotz unserer Schwachheit heiligt, ja, und bewahrt
Und der Paulus setzt hier den ganzen Mensch hier und sagt, ja, bewahre euren Geist samt die Seele und Leib. Alle drei. Gott macht keine halbe Sache, dass er bewahrt den Geist und den Leib nicht. Warum? Der Leib gehört auch für die Ewigkeit, denn er wird verwandelt. Ja, er wird verwandelt in Unverweslichkeit und so werden wir den Herrn begegnen in den Wolken. Und unsere Seele und Geist gehört dazu. Und wir wissen, ja, dass der Gott des Friedens in Jesus Christus, der ist er der Einzige, ja, der uns wirklich bewahren kann. Wir uns selbst, nein. Wenn jemand denkt, er könnte was dazu bringen, wenn jemand denkt, er könnte da was dazu tun oder weg, der ist falsch. Der ist falsch am Platz. Deswegen ist auch das Gesetz, denn Gesetz muss ich erfüllen. Aber die Liebe kann nur Gott geben. Nur aus dem Geist Gottes hinaus kann die Liebe strömen. Ja, das Wasser kann nur aus dem Christus hinaus fließen. Und das ist ein Werk, das Gott in uns vollbringt. Deswegen sage ich, begegnet euch in der Liebe, auch wenn in der Erkenntnis vielleicht wir nicht gleichermaßen sind in bestimmte Sachen. Ja? Aber was die Rettung betrifft, da sind wir gleich. Es ist sehr wichtig und der Paulus sagt, für das Kommen des Herrn, wir sind in dieser Erwartung. Und er wird kommen. Und genau das ist der Punkt, dass für diesen Kommen sollen wir auch bereit sein. Und diese Bereitstellung ist ein Werk, was Gott der Vater vollbringt. Und wir können dafür wirklich dankbar sein. Deswegen sollen wir hoffen, sollen wir glauben. Deswegen sagt Paulus, denkt so. Ihr sollt das fest so glauben und denken, dass wir gestorben sind, obwohl wir merken, dass wir oft sehr lebendig sind. Aber es ist eine unfassbare große Gnade, dass der Herr das vollbringt in uns. Und dafür dürfen wir auch dankbar sein. Wir lieben nicht die Sünde, aber wir fallen dennoch rein. Wir wollen uns fernhalten und dennoch fallen wir rein. Wir begegnen die Sünde an jedem Eck, schon morgens, wenn wir aufstehen. Sogar wenn wir ins Bett gehen, sogar wenn wir träumen, ist die Sünde nah. Aber es kommt bald die Zeit, wo wir verwandelt werden, den Herrn begegnen, dann werden wir der Sünde für immer und ewig frei sein. Meine Lieben, ich möchte ein Bibelvers lesen. Das ist zwar aus dem Losungsbuch für Donnerstag gemeint, für den 10. Ja, heute ist noch nicht der 10. Ne? Vorlesen, aber bevor, ja, möchte ich auch den heutigen lesen. Das ist aus Hesekiel 20,44. Ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich so an euch handle, zu Ehre meines Namens, und nicht nach euren bösen Wegen und verderblichen Taten. Es in Lukas 6,35, es ist gütig gegen den Undankbaren und Bösen. Meine Lieben, genau das, was ich schon vorher gesagt habe, ihr werdet es erfahren. Spätestens bei der Entrückung
werden auch die Gegner dieser Tatsache sind, erfahren, dass der Herr Gott der Ewigkeit ist. Es wird eine bittere Erfahrung sein. Es wird eine Erfahrung sein, die dann in Tränen und in Leid und in Brust schlagen. Warum habe ich das nicht geglaubt? Aber es ist so, manche sind unbelehrbar. Manchmal wir auch, leider. Aber hier ist auch etwas, was der Herr sagt, wenn ich so an euch handle. Wir sehen, das ist auch ein Handeln Gottes, nicht unser Handeln. Gott sei gepriesen dafür. Es ist nicht mein Handeln, sondern und er handelt zu Ehre seines Namens. Ja, er ist gütig zu den Undankbaren und Bösen. Wie oft finden wir auch, dass wir undankbar sind und vielleicht mal auch böse Gedanken haben, der eine mehr, der andere weniger. Aber ich danke Gott, dass er mir auch vergeben hat. Und lass mich jetzt an das von Donnerstag kommen. Dieses Bibelvers hat mich bewegt heute Morgen. Gott sprach, meinen Bogen habe ich gesetzt in den Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und aus dem Hebräer 6,18, also das vorige war aus 1. Mose 9,13, und in Hebräer 6,18, so sollen wir einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an den angebotenen Hoffnung. Gott sprach, meinen Bogen habe ich gesetzt in den Wolken. Was war das? Der Regenbogen. Noah predigte 100 Jahre das Gericht und niemand hat Buße getan. Im Gegensatz, die wurden spötterisch. Und damals hat Gott eine Flut auf die Menschheit gelassen. Das war die Kraft des Wassers, der alles vernichtet hat, was Leben war, außer die 8, die in der Arche waren, in Gottes Hand waren. Die wurden allein gerettet. Diesen Flut hat Gott zugelassen. Und es hat, wie die Bibel schreibt, dieses Flut war bis zu dem höchsten Spitze des Berges. Also das höchste Berg, was es da gab, war überflutet von diesem Wasser. Und da kam, war kein Entkommen. Da war kein Entkommen und Gott hat nachdem, dass dieses Flut dann zurückkam, Gang, das hat Tage gedauert, ja, hat diesen Bund geschlossen, hat diesen Regenbogen für jeden Menschen sichtbar. Die Menschen sehen das heute und sagen, wie schön ist dieser Regenbogen. Aber keiner denkt an das Bund, was Gott bis jetzt eingehalten hat, in seiner Liebe, in seiner Güte, ja, und in seiner Größe. Man sieht nur etwas Schönes, aber man denkt nicht dran, was eigentlich das bedeutet. Dieses Flut war nur für kurze Zeit. Dieses Flut hat eigentlich nur den höchsten Berg erreicht, hat nur die Spitze des höchsten Berges bedecken können. Es war zwar ein Fluch
Flut des Gerichtes und des Zornes, ja, wegen der immensen Sündhaftigkeit der Menschen. Aber nach diesem Flut kam ein anderer Flut. Ein Flut der Gnade, ein Flut der Liebe, ein Flut, der die Größe und die Macht Gottes bezeugt bis in unseren Tagen. Es ist ein Flut, der nicht aus Wasser allein besteht, sondern aus Wasser und Blut. Das ist ein Flut aus dem Leib des Sohnes Gottes. Denn als unser Herr gestorben ist, hat sein Blut überflutet nicht nur die ganze Welt, nicht nur die höchste Spitze des Berges, sondern dieses Blut hat überflutet den Himmel, die Erde und den Seon. Deswegen sagt Paulus in der Kolosser 2, in ihm ist die ganze Fülle. In ihm wurde gesegnet das Sichtbare und das Unsichtbare. Und das Unsichtbare ist in dem Himmelreich, das Sichtbare ist hier vor unseren Augen. Es war und es ist ein Flut der Gnade, aber auch des Gerichtes. Denn wer dieses Blut nicht an sich nimmt, nicht trinkt, der wird kein Anteil an diesem haben können. Deswegen hat der Herr das Brot gebrochen, das sein Leib, und das Kelch gereicht seinen Jüngern. Deswegen hat Paulus in 1. Korinther 11 von dem Herrn so empfangen, dass in der Nacht, wo er verraten worden ist, er nahm das Brot und das Kelch. Und jedes Mal, wenn wir trinken von diesem Kelch, trinken wir von dem Blut und verkündigen seinen Tod, der Sichtbaren und der Unsichtbaren. Und nur so kann man Anteil haben an dem Tod des Christus. Ich kann nur satt werden, wenn ich esse, und ich kann meinen Durst stillen, wenn ich trinke. Und genau deswegen wird es für viele Gericht sein. Denn sie haben gebadet in diesem Blut. Sie wurden überflutet von diesem Blut der Liebe und der Gnade. Und sie haben es nicht getrunken. Sie haben nicht geglaubt an die Macht des Blutes. Sie haben es Liebe ausgespuckt. Sie haben es auf die Seite. Sie haben versucht, drüber zu schwimmen, anstatt in ihn einzutauchen zu sein. Wir sollen in diesem Blut drin bleiben. Das ist, mit dem wir auch versiegelt sind durch seinen Geist. Mit diesem Blut, der für uns die Rettung ist. Und deswegen wird dieses Blut auch Gericht sein für die, die das verwerfen und das für sich nicht in Anspruch nehmen. Das ist ein Flut, der nicht nur die Spitze des Berges überflutet hat, sondern wirklich den Himmel und die ganze Erde. Und das sehen die Engel und sehen auch der Teufel
Und jeder Mensch und dennoch viele weisen es ab. Das ist ein Flut, der für die ganze Ewigkeit bestehen bleibt. Dies ist ein Flut, der nicht absickert, der ewig besteht. Denn er als Lamm ist ein Lamm für die ganze Ewigkeit und sein Blut auch. Denn durch dieses Blut werden wir den Vater sehen können. Durch dieses Blut wird auch Israel in den tausendjährigen Reich gehen. Durch dieses Blut werden in der 70. Jahrwoche noch viele errettet werden. Durch dieses Blut wird dann auch die neue Erde geschaffen, entstehen, wo dann der Vater, Gott der Vater und der Sohn da sein werden. Dieses Blut hat die Macht der Reinigung. Doch wer das nicht annehmen will und nicht glaubt daran, bleibt natürlich dreckig. Meine Lieben, deswegen, unsere Hoffnung ist groß. Wir sind bedeckt. Und Gott vollbringt das, was er verspricht. Und auf das können wir und dürfen wir bauen. Und deswegen lasst euch nicht irren, egal was kommt. Der Herr ist mit uns alle Tage. Macht euch keine Sorgen, sondern ermutigt euch gegenseitig. Ermutigt euch und seid erfreut in der Liebe Gottes. Natürlich, wir reden auch über unser Leid. Denn genau so wissen wir, für was sollen wir beten und in was sollen wir Beistand leisten füreinander. Wenn wir das nicht sagen, weiß der andere auch nicht. Aber da ist auch der Herr gütig, ich habe es oft erlebt, dass ich nichts gesagt habe und dennoch hat Gott durch euch an mich gedacht. Meine Lieben, es steht fest im Glauben, in der Hoffnung. Der Herr kommt bald. Lange haben wir nicht. Ich wundere mich, wie die Rabbiner eifrig verkündigen das Kommen des Messias und verkündigen jetzt für September sogar eine große Wende in der Zeit. Und die Rabbis sind nicht die Mayas. Wir sollen das nicht unterschätzen. Ja, meine Lieben, der Herr möge uns segnen alle und bewahren. Er hat es versprochen und er wird es halten. Jesus lebt. Lasst uns in seinem Frieden bleiben, in der Liebe, in Ausharren, in Hoffnung und in Glauben. Seid fest.